Servus zusammen und recht herzlich willkommen hier bei uns auf dem Projekt Big Farm. LS22 spielen wir und das ist schon Folge 47 unseres schönen, wunderschönen Big Farm Projektes hier auf der Map Neubartelshagen. So, jetzt schauen wir mal, ob der Helfer das schafft hier. Ja, er kommt rein, denn er bringt unsere Erträge, unsere Rapsernte bringt er jetzt zum Silo und anschließend werden wir ihn dann brauchen, um nämlich in der heutigen Folge ein bisschen Gras bzw. Silageballen zu machen. Ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht hier für diese Map und mit die möchte ich gerne mit euch teilen. Dazu gehen wir aber mal hier auf den Hof zurück, denn wir haben ja unsere kleine Hof-BGA und diese Hof-BGA hat ein bisschen das Problem, ja, dass sie halt einfach nicht kontinuierlich genügend Material zum Arbeiten bekommt. Wir haben dieses Fermenter-Silo, das ist natürlich ganz schön, weil da kippen wir unser Material rein und dann wird es kontinuierlich produziert, die Silage, aber halt einfach deutlich zu wenig. Die BGA schafft hier mehr weg, als dass wir produzieren können. Deswegen habe ich mir ja auch gedacht, dass wir da hinten jetzt ein entsprechendes Silo haben, wo wir dann auf jeden Fall unsere Mais, unser geernteten oder gehäckselten Mais einwerfen werden, um dort ja größere Mengen Silage parallel zu produzieren. Aber die werden natürlich, die brauchen 2-3 Monate und dann haben wir jede Menge Silage, die wir natürlich dann zusätzlich in die BGA kippen können. Aber ich möchte noch eine dritte Möglichkeit ausschöpfen und deswegen jetzt auch das Thema Ballen, Grasballen. Ich möchte heute was ausprobieren und etwas, ja, positionieren. Wir haben das schon auch auf der anderen Map hier, nämlich unserem wunderschönen Alpenprojekt Neuminibrunn. Da haben wir nämlich auch schon so etwas Ähnliches und das ist ein Ballenlager, ein automatisches und das möchte ich hier auch platzieren, hier am Anfang dieser Folge. So, dazu gehen wir jetzt erstmal in das Baumenü und dann gehen wir unter Silos und leider haben wir leider keine so schönes Ballenlager wie jetzt auf Neuminibrunn, weil das glaube ich vom Modder entsprechend erstellt wurde. Aber wir haben ein Ballenlager zum Platzieren, das halt ja nicht jetzt schön in der Halle ist, sondern wohl im Freien, so wie man es auch manchmal kennt, eben an der Seite von irgendwelchen Feldern, wo dann eben die Silageballen gelagert wurden. Und das gibt es mit 150, 350, 800 Stück. Ich denke, wir werden es im Kleinen anfangen, weil so viel Ballen werden es jetzt erstmal nicht. Und da haben wir diese 150. So, wir werden das Ganze hier platzieren. Hier haben wir nämlich schon ein bisschen Platz. So, noch ein bisschen, das passt so. Und Augenblick. Ja, wir müssen mal gucken, wie man das am besten sieht. So, ich denke, dann werden wir das hier hinschmeißen. Ich hoffe, das passt so. Mit dem Baum wird es keine Probleme geben. Jupp. Und da werden wir dann einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Wenn wir da unser Ballenlager haben. 150 Stück sollen da drauf passen. Ich habe eigentlich noch eine andere Idee eigentlich für dieses Ballenlager. Deswegen gehen wir nochmal nach oben. Ich hätte es ja gerne hier reingeplatziert. Ne? Direkt hier neben der BGA. Und ich weiß aber eben nicht, wie hier die Verhältnisse sind, wie sich das dann ausdehnt. Weil dann könnten wir natürlich da ja eine Mauer oder etwas Ähnliches drumherum machen. Dann hier mit den Zäunen noch ein bisschen hier arbeiten, dass wir das einkasteln. Dann hier vielleicht noch einen Baum reinstellen oder Ähnliches. Und dann hätten wir hier nämlich eine Einfahrt hier durch oder eine Einfahrt hier durch. Aber das Ganze, wie gesagt, das müsste ich mir dann wirklich da mal anschauen. Und deswegen starten wir jetzt auch gleich mit unserem Fendt hier, der bereit steht. So, dann klappen wir mal aus und machen jetzt erstmal Gras. So, zack. Und dann schauen wir nämlich, wie sich das mit diesen Ballen darstellt. Ja, das wird eine ordentliche Schwart geben. So, und dann fahren wir hier rum. Einmal wieder ums Feld herum. So. Und dann schicken wir jetzt den Helfer los. Okay.
So, da hinten sehen wir übrigens unseren Kollegen, der auf dem Feld hier gerade kalkt. Und ich überlege gerade, ob wir das hier so weitermachen oder ob wir den nicht lieber dann so lang schicken. 3400. Ah, wir haben noch genügend Material drin. Okay, dann würde ich nämlich sagen, dann lassen wir den jetzt mal so hier arbeiten. Sehr schön. Und jetzt, was habe ich hier gesehen? Aha, er hat anscheinend keine Lust zurückzufahren. Okay, dann werden wir das jetzt von Hand machen. Und dann holen wir eben unsere Fast Bale. Und dann machen wir Silageballen. Und dann bin ich mal gespannt, wenn wir die dort zu dem Ballenlager bringen, wie das dann eben dann aussieht. Und dann habe ich so eine Vorstellung von den Dimensionen. Und dann können wir eben vielleicht noch ein zweites Ballenlager eben an der Stelle platzieren, wo ich mir gedacht habe, und den Hofumbau somit ein bisschen vorantreiben. So, den Raps, den wir geerntet haben, da habe ich auch einiges auf jeden Fall in unseren Schweinestall gekippt. Und ich habe ja in der letzten Folge oder zwischen den Folgen noch ein paar Schweinchen gekauft. 5x8, also 40 Stück, sodass das jetzt also auch ein bisschen vorangeht mit den Schweinchen. Sehr schön. Ja, und dann haben wir noch eine zweite Wiese, da wo der Kollege ja gerade am Kalken ist. Da haben wir dann noch so eine dreieckige Wiese. Da können wir auch noch ein bisschen auf jeden Fall ernten bzw. mähen. Und dann denke ich, da kriegen wir dann auf jeden Fall, denke ich, so 13, 14, 15 Ballen hin. Die können dann in Ruhe vor sich hingären und dann können wir mit unserem Teleskoplader die auf jeden Fall in die BGA werfen. Und wie gesagt, den Mais, da würde ich mir nämlich einen Häcksler leihen erstmal. Denn wir sind ja nicht gerade, ja, noch nicht gerade hier mit Cash übersät sozusagen. Und dann werden wir da auf jeden Fall ein Feld Mais häckseln und das kommt in das Silo. Und dann schauen wir mal. Ich hätte ja auch Bock mit so einem Göweil Mais-Silage bzw. Mais, ja, Ballen zu machen, um Mais-Silage herzustellen. Das wäre natürlich auch mal eine Option und dann könnten wir schauen, ob wir das dann auch hier abladen können, hier in diesem Ballenlager. So, jetzt bringen wir erstmal hier den Hänger weg. Den XXXXXXL-Hänger. So. Und dann holen wir die Fast Bale. Ich glaube, die steht noch. Aber jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie weit die Kollegen sind. Okay, er kalkt hier gerade fertig. Ja, passt schon. Und der andere. Oh, fährt schon die letzte Bahn. Okay. Schwupp. So, dann können wir den eigentlich auf den Hof schicken. Mal schauen, wie der dann fährt. Er ist fertig, okay. So, dann machen wir Folgendes. Und zwar Ziel setzen. Und dann schicken wir den hier mitten auf den Hof. Das sollte eigentlich klappen. Genau. Und er hier ist jetzt fertig, okay. Okay, okay, okay. Dann bringen wir den jetzt erstmal noch zu dem anderen Grasfeld und dann holen wir uns die Fast Bale. So, den Johnny, den habe ich hier jetzt erstmal zwischengeparkt. Ich hatte auch überlegt, ob wir hier nicht vielleicht auf diese Fläche irgendwie eine Halle, so ein Schleppdach oder irgendwas machen. Dann könnten wir hier nämlich auch Gerätschaften unterstellen. Und was wir mit Sicherheit auch mal angehen müssen, das ist auch so ein Punkt, der, glaube ich, völlig vernachlässigt wurde in letzter Zeit. Bienen. Wir brauchen eigentlich Bienen, um unseren Ertrag zu steigern für Raps. So, den tun wir erstmal hier stehen lassen. Okay, da ist der Kollege. Und dann holen wir mal die Fast Bale. Ups. Ja, man sollte nicht immer zu viel irgendwo zum Fenster rausschauen. Immer die Augen nach vorne auf die Straße. Dumm, die dumm, die dumm. So, und dann wurde sich ja gewünscht von dem einen oder anderen, nachdem ich ja die Tage, die letzte Woche war es, glaube ich. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist denn die Fast Bale? Ups. Mal gucken. Hä?
wo ist die Fastbale? Ah, da. Und dann wurde sich ja gewünscht, nachdem wir ja letzte Woche mal einen Stream hatten, einen Livestream zum, ja, EA Sports PGA Golf, so war's, PGA Tour, jetzt habe ich's, nämlich eine Runde Golf gespielt, dass wir natürlich auch mal hier einen Stream machen könnten für den Landwirtschaftssimulator. Ja, und da sage ich doch, warum nicht? Ich bekomme da richtig Lust drauf. Also schauen wir mal, ihr werdet es in der Community erfahren, da schreibe ich es dann rein, einen Beitrag. Und da denke ich, könnten wir mit Sicherheit 9 Mini Brunnen mal vielleicht so zwei. Ah, da kommt der Kollege, sehr schön, das hat geklappt. Eine Runde 9 Mini Brunnen vielleicht, so zweieinhalb Stündchen im Livestream machen, weil dort habe ich nämlich auch einiges vorbereitet. Ich habe nämlich ein Feld Getreide abgeerntet und dort liegen jetzt einige Strohballen, die wir dann einsammeln könnten. Nämlich mit dem Teleskoplader und unserem, mit unserem Ballenwagen. Und dann ist auch das Ackergrasfeld soweit, dass wir es ernten könnten. Und, jo, es gibt auch vielleicht ein bisschen was zu kaufen. Im Shop war nämlich ein interessantes Angebot. Aber da will ich noch nicht so viel verraten. Da schauen wir mal, ob wir das in der Folge machen oder eben im Livestream. Also, schaut immer ein bisschen in die Community, ich würde es dann da reinschreiben, wann wir einen Livestream machen. So, jetzt. Ich glaube, die müssen wir ausklappen. Genau. Die klappen wir aus. Jetzt schauen wir mal, haben wir Ballepresse automatisch ist angeschaltet. Wir legen los. Und das Schöne eben an der Fastbale ist ja das, und das sieht man auch gleich, weil sie langsam wird, dass wir hier kontinuierlich durchfahren können, weil die hat eine Zweikammer-Technologie und deswegen haben wir auch da unten zwei Balken, die sich füllen. Jetzt wird hier der Ballen darüber geschoben und dann wird hier praktisch schon weiter aufgenommen. Und das führt eben dazu, dass wir zwar nicht schnell, aber kontinuierlich hier über das Feld fahren können und er wickelt die Ballen und wirft die dann entsprechend aus. Yep. Mag ich natürlich auch sehr, ist auch eine angenehme Geschichte. Aber ich muss sagen, die Göwalge Ballenpresse hat es mir auch angetan, die wir ja in dem anderen Projekt, in unserem Alpenprojekt haben. Die gefällt mir auch sehr gut, macht auch sehr viel Spaß. Und die habe ich auch, wie gesagt, ausführlich bzw. ja, genutzt für die Strohballen, die wir dort gemacht haben. So, okay. Schade, dass es hier keinen Helfer gibt. Das ist so ein bisschen, was halt hier leider auf der Konsole fehlt. Naja, das wäre ebenfalls ein Wunsch. Und da gibt es jetzt etliche Videos ja mittlerweile schon. Auch zur Gamescom natürlich hier 10 Dinge, die ich im LS25, wenn es denn 25 wird, oder vielleicht wird es dann doch ein LS24, wir werden sehen, man sich wünscht. Und das wäre natürlich hier auch die Möglichkeit, eben auf der Konsole ein bisschen, ja, Cosplay oder ja, entsprechende Skripte und ähnliches. Naja. War vielleicht gerade jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt, denn wir wissen ja, es gibt keine, oder Skripte werden nicht zugelassen in Mods auf der Konsole bei PlayStation jedenfalls. Aber vielleicht tut sich da was, dass man da was direkt halt einbinden könnte, was es uns hier auf der Konsole auch ein bisschen einfacher macht, in größeren Projekten wie diesem hier dann doch auch mit mehr Helfern unterwegs zu sein. So. Wunderbärchenklärchen. Wie gesagt, schön wäre es, wenn wir jetzt hier einfach den Helfer losschicken könnten. Dann könnten wir weitermachen mit Mähen. Aber das andere Feld ist eben auch ein bisschen kompliziert, soll heißen. Also ohne, also mit dem Helfer das zu mähen, ist jetzt auch nicht so easy. Ja, wir fahren hier gerade mal mit bescheidenen, was haben wir gerade gesehen, 8 km/h. Aber das zeigt eben auch, dass die Schwart, ja, gut gefüllt ist, beziehungsweise, dass es eine große Schwart ist. Ja, jetzt fahren wir sogar nur mit 5, 6 km/h. Natürlich, klar, wenn die Schwart geringer ist, wenn weniger Material drin ist, dann fährt der hier etwas flotter. Dann kommen wir schon auf 8 bis 10 km/h. Aber im Endeffekt muss man ja eigentlich nur lenken
Tempomat ist drin und dann fährt man einfach seine Bahnen ab. So, an der Stelle möchte ich mich auch nochmal wieder recht herzlich bedanken. Es gibt wieder einige Abonnenten mehr hier auf dem Kanal. Da sage ich recht herzlichen Dank euch. Das freut mich sehr. Auch wie immer natürlich für eure Kommentare, eure Däumchen. Vielen, vielen Dank. Und ich habe so das Gefühl, dass definitiv das Neumini-Brunnen-Projekt auf jeden Fall sehr gut bei euch ankommt. Ist auch eine wunderschöne Map, auf jeden Fall unsere Alpen-Map. Und ja, da kann ich nur Folgendes dazu sagen. Der gute Paddy hat ja die Map auch schon kurz vor Veröffentlichung getestet. Und wenn Paddy 100 von 100 gibt, dann heißt es definitiv, dass die Map eine hervorragende Map ist, die eben auch, wie gesagt, grafisch hervorragend vom Modder aufbereitet wurde, designt wurde, gestaltet wurde und handwerklich einfach top ist. So, da haben wir noch zwei Bahnen. Dann werden wir den Sammler holen, den Ballensammler, und dann werden wir die Dinger hier mal zum Lager, zum Ballenlager bringen, und dann bin ich mal gespannt, wie das da funktioniert. Auf Neumini-Brunnen jedenfalls. Da funktioniert es sehr, sehr gut. Deswegen habe ich da auch so viel Bock darauf, Ballen zu machen auf Neumini-Brunnen. Aber wie gesagt, es würde sich auch fast anbieten, da unten, wo jetzt unser Fendt steht, der Johnny natürlich, da wo unser Drescher steht, da könnte man auf der Fläche ebenfalls ein Ballenlager hinstellen. Und wenn wir dann mal wieder hier im großen Stil hier dann die Felder zum Beispiel im unteren Bereich dann mit Gras anpflanzen, dann könnten wir hier die Ballen eben auch gleich hier vor Ort zwischenlagern, damit es ein bisschen flotter geht. Und wenn die dann gegärt sind, dann können wir die eben im Sammler dann rüberbringen und in die BGA kippen. Ja, er müht sich. 3 km/h, 4 km/h. Aber was mir aufgefallen ist, ich weiß es jetzt gar nicht, aber hier gibt es eben keinen Siliermitteltank hier an der Fast Bale. Das ist ein bisschen schade, weil Siliermittel bringt uns natürlich auch nochmal ein bisschen was. So, und da freue ich mich jetzt auch schon drauf auf die Folge. Da vor uns ist das Maisfeld. Das werden wir definitiv häckseln. Und dann eben in das Silo, in das Fahrsilo kippen. So, das wird definitiv auch ein Spaß, weil wir da auch alles dann von Hand machen müssen. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, interessant wäre es natürlich, den Häcksler zusammen mit dem XXL Super Wagen, dem Kipper, loszuschicken, weil da 200.000 reinpassen, 200.000 Liter. Dann könnte man natürlich dann den Helfer laufen lassen. Aber die 200.000 dann da rein zu kippen, das wird auf jeden Fall ein Spaß. So, das haben wir geschafft. Der Ballen geht noch raus. Dann werden wir mal die Fast Bale hier zur Seite stellen. Okay. Und dann holen wir uns den Ballenwagen, sammeln mal die Ballen ein und schauen mal zu Ende der Folge, wie sich das Ganze dann jetzt hier darstellt. Und optional, wenn das so klappt, haben wir dann nochmal ein Ballenlager auch für 300 Ballen. Oder für 800 Ballen. Also es ist dann schon ein Haufen Holz, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin. 800 Ballen, geht es überhaupt auf der Konsole? Gibt es da nicht auch? Ich glaube, das hatten wir nämlich auch schon mal hier auf dieser Map, wenn ich richtig weiß, dass wir das Maximum an Ballen erreicht haben. Könnte mich aber auch täuschen. Augenblick. Jetzt muss ich aber erst nochmal überlegen, wo haben wir jetzt den Ballenwagen? Wo haben wir denn den Sammler? So, der Helfer hat es geschafft bis hierher. Jetzt müssen wir doch da einfach mal gucken. Nee, da ist
Augenblick. Nee, da ist das Grasmaterial. So, da sind wir jetzt angestoßen. Einmal durch die Halle. Wo ist denn jetzt der Wagen? Ja, da muss der doch drüben stehen. Oh je, da kriegen wir dann jede Menge Kilometer hier auf den Trecker. So. Ach, ich habe jetzt gerade natürlich nach einem nach einem roten Wagen habe ich die ganze Zeit Ausschau gehalten, aber wir haben ja meines Wissens so einen flachen Autoload und der steht natürlich an der BGA. Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Da ist er doch. So, Dele. Mit Drehschemel ist natürlich immer besonders schön beim Rückwärts-Einparken. Da haben die Zuschauer dann natürlich immer viel, viel Spaß, wenn man hier versucht, das Teil entsprechend irgendwo einzuparken. So, aber auf jeden Fall werden wir relativ schnell damit eingesammelt haben. Um die Kurve und dabei gucken, dass wir keine Frucht zerstören. Jedes Maishelmchen ist wichtig, wenn es gehäckselt wird. So, jetzt Arbeitsstellung. Ach du Schande, was macht denn er hier? Aha, okay. Augenblick mal. Oh. Da bewegt sich der Anhänger. Irgendwas passt da nicht. Transportstellung. Ballen entladen. Entladen abbrechen. Reset. Arbeitsstellung. Merkwürdig, was macht denn der? Okay, jetzt hat er's. Da war er wohl etwas derangiert. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir alle noch hier drauf kriegen. Was natürlich Fakt ist, dass die Fastbale natürlich keine allzu großen Ballen macht. Ich glaube 125er, oder? Ich glaube keine 150er, 125 cm Ballen. Aber gut. So, was macht er jetzt? Packt er die jetzt oben drauf? Ja, das passt. Sehr schön. Okay. So, Transportstellung und ab die Post zum neuen Ballenlager bei uns auf dem Hof. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, wie das Ganze aussieht. Denn wie gesagt, 150 Ballen. Ich vermute, das Ganze wird nur symbolisch dann auch aufgebaut, weil 150 Ballen aufeinander stapeln, das wird er mit Sicherheit nicht tun. Weil hier haben wir jetzt 17 Ballen. So. Dann hier am Hof vorbei an unseren Mukus. Sehr schön. Servus. Ja. Ja, hier werden wir dann auch nächstes Jahr dann mal hier schön Graspflanzen modellieren, Wege anlegen. Und da ist unser Ballenlager. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir müssten da drüber fahren. Nimmt er die gleich so oder müssen wir die tatsächlich richtig abladen? Bei dem anderen Mod, da nimmt er die so. Okay, dann machen wir Ballen entladen. Okay, ich bin da jetzt ein kleines bisschen unschlüssig. Dann legen wir die einfach mal so hier hin.
Bin mal gespannt, wie er die jetzt nimmt und wie viel Ballen er nimmt. Aber wie gesagt, wir probieren ja gerne immer solche Sachen aus. Und an dieser Stelle abladen. Okay. 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 Also gut, das heißt, die anderen Ballen müssen wir... Können wir die tragen? Nee, die sind zu schwer. Okay, also die anderen Ballen müssen wir dann hier noch laden. Aber so wie es aussieht, nimmt er die wohl doch hier als auf der gesamten Fläche. Die müssen wir dann hier noch ein bisschen reinschieben. Aber ich finde, das sieht doch hier hervorragend aus. Ach, guck an, geht's hier nach oben? Ach, da kommen wir gar nicht hin, ne? Da ist es blockiert. Okay. Und hier, wo haben wir es denn? Hier haben wir die Anzeige Lagermenü und da können wir dann die entsprechenden Ballen wieder rausholen aus dem Ballenlager 150. Hervorragend, das gefällt mir gut. Das sieht doch gar nicht mal schlecht aus, wenn die Ballen also genau hier in dieser Markierung liegen. Dann kann man hier da noch ein bisschen was modellieren, eine Mauer oder irgendwas drumherum bauen. Da finden wir bestimmt noch interessantes Dekomaterial und es ist mit Sicherheit hier nicht an der falschen Stelle. Okay, Freunde, da haben wir wieder ein bisschen was gelernt. Das soll es auch für die heutige Folge gewesen sein mit dem neuen Ballenlager hier auf der Map. Bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und werde dann jetzt noch das andere Grasfeld hier ready machen und dann hier die ganzen Ballen hierher bringen, damit wir schön Silage haben für die nächsten Monate, um die BGA natürlich schön zum Laufen zu bringen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Es war ein bisschen interessant. Ich bedanke mich wie immer bei euch für eure Aufmerksamkeit und sage tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal wieder hier bei mir auf dem Kanal und bye bye.